Über Jahrmillionen haben Tiere ein Arsenal tödlicher Waffen entwickelt. Zur Jagd, zum Angriff und zu ihrer Verteidigung. Zähne, Krallen, Geweihe, Stromstöße, Stacheln, Tarnung, Stinkbomben und Gift. Das sind die Waffen der Tiere. In den eisigen Gewässern der Arktis nutzt das Walross eine überraschende Methode, um Nahrung aufzuspüren. Es spuckt. Die Speikobra blendet Angreifer, indem sie ihnen gezielt Gift in die Augen spritzt. Mithilfe von Spucken baut der Kieferfisch seine Behausung und verteidigt sie gegen Angreifer. Bienen opfern bei einem Stich oft ihr Leben, meist um die Kolonie zu schützen. Quallen ziehen ihre Tentakel durch die Weltmeere, um Beute zu fangen und um Fressfeinde abzuwehren. Der Ameisenigel in Australien hat einen nahezu undurchdringlichen Panzer aus Stacheln. Stechrochen sind zwar berüchtigt, setzen ihre tödlichen Stacheln aber nur zur Selbstverteidigung ein. Hundertfüßer hingegen lähmen ihre Beute mit einem Biss. Die Arktis mit ihren Gewässern bilden eine tückische Eislandschaft, die sich ständig verändert und zu den lebensfeindlichsten Umgebungen der Erde gehört. Nur wenige Tiere können in diesem Klima überleben. Und noch weniger scheinen sich in dieser eisigen Welt wohlzufühlen. Aber das rundliche, gemächliche Walross bildet die Ausnahme von der Regel. Diese äußerst sozialen Meeressäuger leben für gewöhnlich in großen Herden von zigtausenden Tieren zusammen. Wenn es nicht gerade frisst oder kämpft, liegt ein Walross die meiste Zeit auf der faulen Haut. Das ist nur möglich, weil eine widerstandsfähige Haut und eine rund 10 cm dicke isolierende Fettschicht die Tiere vor der eisigen Kälte schützen. Die charakteristischen Stoßzähne können bis zu 1 Meter lang werden und sind eine potenziell tödliche Waffe. Die Tiere nutzen sie zur Selbstverteidigung und um sich während der Brunftzeit im Kampf um paarungsbereite Weibchen gegen Konkurrenten durchzusetzen. Aber das Walross hat noch eine weitere, weniger bekannte Waffe in seinem Arsenal. Eine, die es häufig einsetzt, aber nur selten dabei beobachtet wird. Das Spucken. Bei einem Körpergewicht von bis zu 1,5 Tonnen bewegen sich die Tiere an Land langsam und schwerfällig. Aber im Wasser werden sie plötzlich wendig. Und da kommt ihre Geheimwaffe ins Spiel.
Walrosse ernähren sich in erster Linie von Weichtieren und müssen täglich rund 5% ihres Körpergewichtes zu sich nehmen. Das entspricht etwa 3.000 bis 6.000 Muscheln und Schnecken bei einer einzigen Mahlzeit. Um Nahrung zu finden und verzehren zu können, müssen Walrosse in trüben Tiefen den Meeresgrund aufwirbeln. Und zwar mit Hilfe eines selbstproduzierten Wasserstrahls. Dafür saugen sie große Mengen Wasser in ihr Maul und spucken es auf die ansonsten schwer zugänglichen Weichtiere. Auf diese Weise wirbeln sie die umliegenden Steine und den Sand auf und lösen ihre Nahrung heraus, sodass sie sie verzehren können. Walrosse fressen ausschließlich das weiche Fleisch und spucken die Schalen einfach wieder aus. So wirksam ihre spezielle Spucktechnik bei der Nahrungssuche ist, so wenig Schutz bietet sie vor anderen Räubern der Arktis. Gesunde, ausgewachsene Walrosse wissen sich durchaus zu verteidigen. Aber manchmal fallen Eisbären arglose Herden an Land an und greifen jene Tiere an, die bei der plötzlichen Flucht zurückbleiben oder verletzt werden. Auch im eisigen Wasser sind sie nicht vollkommen sicher. Denn hier können Schwertwale lauern, die bevorzugt Jungtiere oder anderweitig unachtsame Walrosse aus der Tiefe packen. Die etwas plumpe Robbenart muss ständig auf der Hut sein vor Fressfeinden. Die Walrosse, denen das gelingt, können bis zu 40 Jahre alt werden. Von den Tropenwäldern und Graslandschaften Südostasiens bis in die Savannen und Wüstengebiete des südlichen Afrikas versetzt die Kobra alles in Angst und Schrecken, was ihren Weg kreuzt. Denn nicht ohne Grund sind Kobras auch als Giftnattern bekannt. Wenn sich eine Kobra bedroht fühlt, zeigt sie ihr auffälligstes Merkmal, das spreizbare Nackenschild, und faucht erst einmal. Es gibt auf zwei Kontinenten, in Asien und Afrika, etwa 20 verschiedene Arten von echten Kobras. Die Schlangen sind im Schnitt 1,5 Meter lang, manche Arten sogar über 2 Meter. Im Halsbereich ist die Haut einer Kobra sehr flexibel, sodass sie diese mit Hilfe verlängerter Rippen zu einer Art Haube aufspreizen kann. Während ungiftige Schlangen wie Boas und Pythons ihre Beute packen und erdrücken, setzen Kobras beim Töten auf Gift. Mit ihren relativ kleinen Fangzähnen und ihrem schlanken Körperbau sind sie beim Jagen angreifbarer als die größeren, muskulöseren Würgeschlangen. Kobras müssen ihre Beute packen, um ihr das tödliche Gift zu verabreichen. Bei kleinen Tieren ist diese Jagdtechnik relativ ungefährlich für die Schlange. Aber bei größerer Beute wie Ratten oder anderen Schlangen kann sie leicht verletzt oder getötet werden, wenn der Angriff nicht sofort erfolgreich ist. Und hier kommt ihr Nackenschild ins Spiel. In Drohhaltung ausgebreitet lässt es die Kobra größer erscheinen, als sie tatsächlich ist.
Mit diesem Bluff versucht sie, sich aus Gefahrensituationen zu befreien. Dieser Effekt hat die Kobra zum Liebling von Schlangenbeschwörern gemacht. Einige Kobra-Arten haben neben dem Nackenschild noch eine deutlich gefährlichere Waffe in ihrem Selbstverteidigungsarsenal. Alle Giftschlangen sondern ihr Gift aus den Fangzähnen ab. Aber sogenannte Schweikobras haben dieses Verhalten so weit perfektioniert, dass sie Feinde aus sicherer Entfernung mit Gift bespucken können. Schweikobras spannen bestimmte Muskeln im Schädel an, die dann Druck auf die Giftdrüse ausüben, sodass eine kleine Menge Gift durch die Fangzähne gepresst wird. Aus den Austrittsöffnungen in den Fangzähnen spritzt das Gift nach oben und nach vorne, während die Schlange gleichzeitig ihren Kopf hin und her bewegt, um das Gift auf eine größere Fläche zu verteilen. Das Gift wird blitzschnell rund 2 Meter weit verspritzt und enthält unter anderem Neurotoxine und Zytotoxine, die das Nervengewebe schädigen und einzelne Zellen ausschalten. Wird der potenziell tödliche Strahl eingeatmet oder gelangt er durch eine Wunde ins Blut, kann er schwere Schäden verursachen. Das eigentliche Ziel sind jedoch die Augen. Schweikobras legen es darauf an, ihre Feinde zu blenden. Bei Fressfeinden wie Raubvögeln, rivalisierenden Schlangen und Mangusten kann diese Art der Verteidigung ein echter Lebensretter sein. Schon frisch geschlüpfte Babyschlangen haben diesen Spuckinstinkt. Und von manchen Arten heißt es, sie spuckten sogar noch nach ihrem Tod. Diese Fischart ist im Atlantik und Indopazifik heimisch und setzt ihr Spucktalent für unterschiedliche Zwecke ein. Der quirlige kleine Kieferfisch wird im Durchschnitt nur etwa 10 cm lang. Sein Lebensraum ist anspruchsvoll und er ist stets bereit, beim geringsten Anzeichen von Gefahr in seiner Behausung zu verschwinden. Zurzeit gibt es mehr als 80 beschriebene Arten von Kieferfischen und es werden ständig mehr. Ihr Aussehen ist sehr vielfältig, aber was alle Kieferfische gemeinsam haben, sind große Köpfe, hervorstehende Augen und riesige Mäuler. Das Maul nutzt der Kieferfisch unter anderem, um Wohnhöhlen zu bauen. Er spuckt abgetragenes Material zur Seite und gräbt einen senkrechten Tunnel in den Meeresboden, um eine geschickt errichtete Höhle anzulegen. Darin verbringt er den Großteil seines Lebens, geschützt vor den unzähligen Räubern der Meere. Der Kieferfisch schaufelt sich Ladungen von Sand, Steinchen und Korallenstückchen in die Mundhöhle und spuckt sie dann mit Hilfe von Kiemenkontraktionen wieder aus. Verengt er dabei die Maulöffnung, kann er das Ganze auch mit erhöhtem Druck gezielt auf Störenfriede abfeuern. Der Kieferfisch wird in der Fachwelt auch Brunnenbauer genannt. Dank seiner Baufähigkeiten ist er in der Lage, sich ein sicheres Refugium zu schaffen. Das braucht er auch.
Denn er ist seinen zahlreichen Fressfeinden in Sachen Tempo und Wehrhaftigkeit unterlegen und damit im offenen Wasser äußerst angreifbar. Ist die Gefahr vorüber, prüft der Kieferfisch vorsichtig, ob er sich aus der Deckung wagen kann. Das Spucken schreckt zwar keine Fressfeinde ab, wohl aber andere Kieferfische. Da die Tiere enormen Aufwand betreiben, um ihre Höhlen zu erbauen und sauber zu halten, verteidigen sie diese auch vehement gegen Konkurrenten. Kommt ein anderer Kieferfisch zu nahe, wird er vom Bewohner der jeweiligen Höhle gezielt mit Kies bespuckt, damit er das Weite sucht. Aber der Kieferfisch nutzt sein Maul nicht nur zum Graben und Spucken. Männliche Kieferfische sind Maulbrüter. Sie tragen befruchtete Eier vorsichtig im Mund, bis der Nachwuchs schlüpft. Dabei öffnen sie das Maul ganz weit, um die Brut mit Sauerstoff zu versorgen und verzichten teils während der gesamten Brutzeit auf Nahrung. Wenn es Nacht wird, zieht sich der Kieferfisch in den Schutz seiner Höhle zurück und tarnt den Eingang, um ungestört ruhen zu können. Wenn es um Stiche geht, kommen den meisten Menschen sofort Bienen in den Sinn. Sie sind eine bemerkenswert vielfältige Insektengruppe mit rund 20.000 Arten, verteilt auf allen Kontinenten, außer der Antarktis. Nicht alle Bienen produzieren Honig und nicht alle Bienen können Menschen stechen. Die verschiedenen Arten der Honigbiene benutzen ihren Stachel in der Regel nur zur Verteidigung. Bienen sind Bestäuber und auf blühende Pflanzen angewiesen, um zu überleben. Was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Ohne die Bewaffnung der Bienen gering zu schätzen, so ist es doch die symbiotische Verbindung zu ihrer Nahrungsquelle, die ihr Überleben und das der Pflanzen bisher gesichert hat. Beide Seiten profitieren davon, seit Millionen von Jahren. Und haben sich parallel zueinander entwickelt. Bienen steuern bevorzugt die Farben Gelb und Blau an. Sie fliegen von Blüte zu Blüte, saugen dort Nektar auf und übertragen Pollen von einer Pflanze auf die nächste. Durch die Bestäubung wird diese befruchtet und kann sich vermehren. Die Sammelbienen besuchen rund 200 Blüten, bevor ihr Nektarsack voll ist. Dann bringen sie den Nektar und die eingesammelten Pollen in ihren Bienenstock zurück. Dort machen die Stockbienen daraus Honig, der die Kolonie und den Nachwuchs ernährt.
Wenn es darum geht, die Kolonie zu verteidigen, kommt der Stachel der Bienen zum Einsatz. Die Honigbiene sticht mit einem umgewandelten Legestachel zu. Am Stachel sitzen wieder Haken und sobald er in das Opfer eindringt, wird Gift aus der Giftblase durch ihn hindurchgepumpt. Währenddessen setzt die Biene ein Alarmpheromon frei, das andere Bienen herbeiruft. Bienen können Tiere mit glatter Haut oder Panzer mehrmals stechen. In der dicken, elastischen Haut von Säugetieren und Menschen bleibt der Stachel dagegen stecken. Beim Versuch, davonzufliegen, reißen sich die Bienen den gesamten Hinterleib heraus und verletzen sich tödlich. Der Stachel bleibt jedoch aktiv und pumpt so lange weiter Gift in den Körper, bis die Giftblase vollständig entleert ist. Bienen setzen den Stachel oft nur als letztes Mittel der Verteidigung ein. Meist reichen ihre Flugfähigkeiten aus, um Gefahren zu entgehen. Dabei können Bienen und andere Insekten, physikalisch gesehen, gar nicht fliegen. Ihre Flugtechnik ermöglicht ihnen in der Luft eher eine Art Schwimmen. Indem Honigbienen etwa 230 Mal pro Sekunde mit den Flügeln schlagen, erzeugen sie stabile Wirbelblasen aus Luft. Darin können sie schnell und hoch fliegen, präzise manövrieren und relativ schwere Lasten tragen. Aber trotz all ihrer Fähigkeiten haben Bienen jede Menge Fressfeinde. Darunter auch nahe Verwandte aus der Ordnung der Hautflügler, die Ameisen. Sei es, dass sie einzelne Bienen bei der Nahrungssuche angreifen oder Bienenstöcke wegen des nahrhaften Honigs überfallen, Ameisen stellen eine ständige Bedrohung für viele Bienenarten dar. Die beeindruckende Teamarbeit der Honigbienen zeigt sich in ihren kompliziert strukturierten und perfekt organisierten Stöcken und Sozialgemeinschaften, die im biologischen Sinn eine staatliche Form haben. Das bedeutet, dass das Überleben der Gemeinschaft nur durch Arbeitsteilung in Form von unterschiedlichen Berufen funktioniert. Dabei verfolgen alle Honigbienen das Ziel, ihr Volk zu erhalten und die Nachkommen zu schützen. Ein Bienenstaat besteht üblicherweise aus 40.000 bis 80.000 Bienen und hat nur eine Königin. Sie lebt bis zu 5 Jahre. Dafür sorgen Ammenbienen, die sie mit dem nahrhaften Gelée Royale versorgen. Kooperation ist alles. Der Giftstachel dient letztendlich nur der Verteidigung der Gemeinschaft unter Einsatz des eigenen Lebens. In der Tierwelt dienen Spucken und Stechen gleichermaßen zum Angriff wie auch zur Verteidigung. Das Walross nutzt sein Spucktalent, um am Meeresgrund seine Leibspeise aufzustöbern. Muscheln und Schnecken. Speikobras haben eine in der Schlangenwelt einzigartige Fähigkeit. Sie spucken Angreifern ihr Gift in die Augen, um sie zu blenden. Der Kieferfisch hat ein geräumiges Maul, das er nutzt, um spuckend eine Behausung zu errichten und sie zu verteidigen. Bienen setzen auf Stiche, um sich selbst zu verteidigen und um Verstärkung herbeizurufen, wenn ihr Stock in Gefahr ist. Aber Stiche gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Und jedes Tier, das sie einsetzt, hat dabei seine ganz eigene, unverwechselbare Art.
Quallen gehören zu den erfolgreichsten und gleichzeitig genügsamsten Fleischfressern der Welt. Von kalten, finsteren Tiefen bis hin zu warmen, tropischen Gewässern treibt die Qualle still und gefährlich durch fast alle Weltmeere und zahlreiche Süßwassersysteme. Quallen haben einen hängenden Magenstiel, an dessen Unterseite sich eine Mundöffnung befindet. Ihre gallertartigen Körper bestehen zu 98% aus Wasser. Die mehr als 200 Schirmquallenarten sind durchsichtige Nesseltiere, deren Körper, wie der Name schon sagt, schirmartig aufgebaut ist, mit Tentakeln daran. Er zieht sich zusammen, um die Quallen vorwärts zu treiben. Vielen Arten dienen die Tentakel als wirksame Waffe, sowohl zur Selbstverteidigung als auch zum Angriff. Die Anatomie von Quallen ist schlicht gehalten. Abgesehen von einem Magen kommen sie ohne Organe wie Darm oder Leber aus. Nährstoffe und Sauerstoff nehmen die Tiere einfach durch ihre Zellen auf. Außerdem haben Quallen eines der rudimentärsten Nervensysteme im Reich der Mehrzeller. Sie sind auf nur drei Dinge ausgelegt: töten, fressen, sich vermehren. Und darin sind sie seit Jahrmillionen äußerst erfolgreich. Da Quallen nur bedingt kontrollieren können, in welche Richtung sie schwimmen, sind sie im offenen Wasser relativ angreifbar. Allerdings bieten die potenziell schmerzhaften Nesselkapseln an ihren Tentakeln wirksamen Schutz. Abgesehen von Haien, Meeresschildkröten und einer Handvoll Fischarten sind die eigenen Artgenossen der größte Feind der Qualle. Quallen sind passive Jäger und ziehen ihre Tentakel wie Schleppnetze hinter sich her. Sie fressen, was immer ihren Weg kreuzt, ob Fische, Krebstiere oder Plankton. An jedem Tentakel sitzen tausende mikroskopisch kleiner Nesselzellen oder Nematozyten. Bei Berührung, und sei es nur ein leichtes Streichen am Tentakel, entladen sich diese Nesselzellen, sodass Pfeile hinausgeschleudert werden. Das Opfer wird zur Zielscheibe von Millionen Nesselpfeilen, die in Sekundenbruchteilen ein lähmendes Nervengift freisetzen. Aber im Waffenarsenal der Qualle findet sich nicht nur Nesselgift. Die meisten Quallen sind transparent und dadurch sowohl für Räuber als auch Beute beinahe unsichtbar. Aber einige Quallenarten setzen auf eine entgegengesetzte Taktik. Sie heben sich mit Hilfe von Biolumineszenz hervor, besonders in den finsteren Tiefen der Meere. Wozu genau diese faszinierende chemische Reaktion dient, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber Forscher gehen davon aus, dass sie potenzielle Räuber verwirren und abschrecken soll. Die portugiesische Galeere ist keine Qualle im eigentlichen Sinne, setzt aber auf dieselbe Jagdtaktik, mit einer einzigartigen Abwandlung. Sie lässt ihre Tentakel wie Angelschnüre von einer segelförmigen Gasblase herabhängen, sodass sie von der Wasseroberfläche aus jagen kann.
Diese Technik ist zwar sehr effektiv, bedeutet aber auch, dass die portugiesische Galeere völlig dem Wind ausgeliefert ist und so schon mal in Massen an Land gespült werden kann. Quallen gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Seit über 600 Millionen Jahren durchstreifen sie die Ozeane. Und auch wenn ungünstige Windverhältnisse hier und da die Bestände reduzieren, so kann man doch sagen, dass ihre Zahl zunimmt, da ihre natürlichen Feinde aufgrund von Überfischung immer weniger werden. Dieses Lebewesen scheint die Anatomie verschiedener Tiere in sich zu vereinen. Das stachelschweinartige Rüstzeug des Ameisenigels ist sein bester Schutz. Ameisenigel werden auch als Echidna bezeichnet, nach der gefürchteten Schlangenfrau der griechischen Mythologie. Sie sind zwar sehr viel scheuer als diese Kreatur, vereinen aber ebenfalls Eigenschaften von Reptilien und Säugetieren in sich. Auf den ersten Blick sehen sie wie eine Mischung aus Ameisenbär und Igel aus. Tatsächlich aber sind Ameisenigel eines von nur zwei noch existierenden Mitgliedern der sogenannten Kloakentiere oder eierlegenden Säugetiere. Damit ist ihr nächster Verwandter ein ähnlich ungewöhnliches Lebewesen, das Schnabeltier. Ameisenigel kommen nur in Australien und Neuguinea vor und stammen offenbar von einem urzeitlichen Vorfahren ab, der im Wasser lebte. Während sie sich zu Landlebewesen entwickelten, scheinen sie sich Merkmale verschiedener anderer Tiere zu eigen gemacht zu haben. Die längliche Schnauze erinnert an einen Ameisenbären, aber während Ameisenigelweibchen wie Reptilien Eier legen, bilden sie dafür Beutel aus, in denen die Jungtiere, ähnlich wie bei Kängurus, Milchdrüsen finden. Aber ihr markantestes Merkmal ist die dichte Stachelrüstung, die ihre vielen Fressfeinde vor eine enorme Herausforderung stellt. Schlangen, Warane, Dingos und andere Räuber machen Jagd auf den Ameisenigel. Seine Stacheln können zubeißende Angreifer verletzen und ihnen sogar das Augenlicht nehmen. Die Stacheln sind bis zu 6 cm lang und bestehen aus dem gleichen Material wie menschliche Fingernägel. Fast der ganze Körper des Ameisenigels ist damit umgeben. Bei Gefahr gräbt er seine ungeschützte Unterseite mit den kräftigen Beinen in die Erde, sodass sich Angreifer einem undurchdringlichen Berg von Stacheln gegenübersehen. Ameisenigel können nicht besonders gut sehen und ernähren sich in erster Linie von Ameisen, Termiten oder Regenwürmern. Bei der Jagd setzen die Tiere ganz auf ihre Schnauze. Sie haben einen hervorragenden Geruchssinn und verschiedene Elektrorezeptoren. So können sie schwache elektrische Signale aufspüren, die von ihrer Beute ausgehen, was sie zu äußerst fähigen Jägern macht. Wegen seiner kurzen Beine hat der Ameisenigel einen watschelnden Gang. Sie sind aber auch sehr kräftig, sodass er mit seinen langen Krallen mühelos Nahrung ausgraben kann. Ameisenigel haben keine Zähne, sondern Hornplatten am hinteren Teil der Zunge und am Gaumen. Mit ihrer Hilfe zerkleinern sie die krabbelige Nahrung.
Dass Ameisenigel ein relativ unbehelligtes Leben führen können, verdanken sie zu einem großen Teil ihrem Stachelkleid. Die stressresistenten Tiere mit langsamem Stoffwechsel verwerten ihre Nahrung optimal. Und mit durchschnittlich 32 Grad Celsius haben Ameisenigel die niedrigste Körpertemperatur aller Säugetiere. In freier Wildbahn können die faszinierenden Stachelträger ein für ihre Körpergröße enormes Alter von rund 50 Jahren erreichen. Sie gleiten elegant und anmutig durchs Wasser. Aber wenn sie sich bedroht fühlen, holen Stechrochen zum tödlichen Schlag aus. Es gibt etwa 200 Arten von Stechrochen. Am verbreitetsten sind sie in den küstennahen Seichtgewässern der gemäßigten Meereszonen. Sie sind zwar mit dem Hai verwandt, halten sich aber, anders als er, lieber im Hintergrund und verbringen einen Großteil des Tages gut getarnt am Meeresboden. Aber trotz ihres ruhigen Naturells sind Stechrochen berüchtigt für die schlagkräftige Waffe an ihrem Schwanz. Am Schwanz des Stechrochens sitzen unter einer dünnen Hautschicht ein oder mehrere spitze Giftstacheln. Peitscht das Tier mit dem Schwanz in Richtung eines Angreifers, fügt er ihm damit nicht nur eine Wunde zu, sondern versieht diese auch noch mit einem starken Giftcocktail. Bei vielen Arten sind die Stacheln zusätzlich mit Widerhaken versehen, die beim Herausziehen Verletzungen verursachen. Das Gift des Stechrochens bleibt auch über seinen Tod hinaus wirksam. Da wundert es nicht, dass sich zahlreiche Legenden um diesen Stich ranken. Ein griechischer Dichter glaubte gar, sein Gift könne Felsen auflösen. Ein römischer Poet schrieb, es könne Bäume zum Welken bringen. Der Mensch hat die Stacheln des Stechrochens für Waffen wie Dolche und Speere genutzt. Aber die Rochen selbst setzen sie ausschließlich zur Selbstverteidigung ein. Zu den Fressfeinden des Stechrochens gehören unter anderem Haie, Robben und große Fische. Aber auch solche Kaliber kann er abwehren oder sogar töten. Neben dem Einsatz ihrer Giftstacheln schützen sich Stechrochen auch noch auf andere Weise. Zur Tarnung graben sie den flachen Körper in den Sand am Meeresboden ein. Mithilfe ihrer Augen auf der Oberseite des Kopfes können sie mögliche Gefahren sofort bemerken und darauf reagieren.
Dieses bemerkenswerte Lebewesen gleitet seit gut 100 Millionen Jahren durch die Meere. Und es ist bestens dafür gerüstet, das auch in Zukunft zu tun. Hundertfüßer sind Gliederfüßer und werden bei den Tausendfüßern eingeordnet. Aber anders als diese haben alle Hundertfüßer eine Giftklaue, um damit die Beute außer Gefecht zu setzen. Hundertfüßer sind wahre Überlebenskünstler. Und mit etwa 3000 bekannten Arten in verschiedenen Lebensräumen auf der ganzen Welt vertreten. Allerdings trocknen sie leicht aus. Daher leben die meisten und größten Hundertfüßer in feuchtwarmer Umgebung. Hundertfüßer werden bis zu 30 cm lang. Ihr belastbares Exoskelett besteht aus vielen einzelnen Körpersegmenten mit jeweils einem Paar Beine. Ganz im Gegenteil zu Tausendfüßern. Die haben pro Körpersegment je zwei Beinpaare. Hundertfüßer haben zwischen 15 und 177 Körpersegmente, sodass die Zahl der Beine zwischen 30 und 154 rangiert. Die am ersten Rumpfsegment angebrachte pinzettenartige Giftklaue ist mit Giftdrüsen verbunden. Hundertfüßer halten ihre Beute damit erbarmungslos fest, während diese von ihrem Gift gelähmt wird. Die Giftklaue befindet sich an der Unterseite des Kopfes und ist aus dem vordersten Beinpaar entstanden. Hundertfüßer ernähren sich fast ausschließlich räuberisch, indem sie ihre Beute durch ihr Gift erst bewegungsunfähig machen und sie dann verspeisen. Dabei reißen sie mithilfe der Mundwerkzeuge kleine Stücke aus ihrem Opfer heraus und fressen es so nach und nach auf. Hundertfüßer sind nicht auf bestimmte Beutetiere festgelegt, sondern fressen fast alles in ihrer Größenordnung. Also je größer der Hundertfüßer, desto größer die Beute. Große Arten wie der brasilianische Riesenläufer machen auch Jagd auf kleine Vögel, Nager und Eidechsen. Sie umschlingen ihr Opfer und warten, bis das Gift wirkt. Dann wird die Beute Stück für Stück verschlungen. Der Hundertfüßer gehört zwar zu den größten landlebenden wirbellosen Räubern der Welt, ist aber nicht davor gefeit, selbst zur Beute zu werden. Fressfeinde sind unter anderem Mäuse, Spinnen und Schlangen. Aber in ausreichender Anzahl können ihnen auch sehr viel kleinere Tiere,
wie Ameisen überwältigen. Gerät der Hundertfüßer in die Fänge eines Räubers, hat er eine geschickte Fluchtstrategie. Er kann einfach mehrere Beine abwerfen und opfern. Verlorene Gliedmaßen wachsen nach. So ist das Tier selbst nach einem schweren Angriff schon bald wiederhergestellt und kann sich wieder auf den Weg machen. Der Mensch ist durch Anpassung und vor allem durch technische Entwicklungen zur dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden. Im Laufe der Evolution haben sich aber auch viele andere Arten immer weiterentwickelt, sich spezialisiert und ein beeindruckendes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten ausgebildet.